Haben Sie sich eigentlich auch schon mal gefragt, was während der Werbepause von Let's Dance passiert? Wir uns schon. Und das kam bei der Jury heraus. Let's Dance lebt von der Show und dem Spektakel. Die Zuschauer werden in eine andere Welt entführt. Doch was passiert eigentlich, wenn wir Zuschauer in die Werbepause geschickt werden, speziell die Let's Dance Jury um Herrn Yambi? Häufig erzählt Moderator Daniel Hartwig von Burger oder Würstchen hinter den Kulissen. Und auch Juror Yambi geht gerne darauf ein. Aber wird denn die Werbung dafür genutzt, mal schnell was zu essen? Oder gehen die Jurymitglieder vielleicht einfach auf die Toilette? Herr Yambi hat es in einem RTL-Interview verraten. Let's Dance? Was passiert eigentlich während der Werbung? Und ja, tatsächlich, Herr Yambi geht unter anderem wirklich auch auf die Toilette in einer Let's Dance-Werbepause. Ist jetzt weniger überraschend. Bei den Männern ist das jetzt auch nicht so extrem, meint Herr Joachim Yambi nur. Daher kam er auch noch nie zu spät zurück an sein Let's Dance-Jury-Pult. Es hat immer noch bis auf die letzte Sekunde gepasst. Let's Dance. Was macht Herr Yambi während der Werbung? Und was passiert sonst noch bei Let's Dance? Immerhin gibt es ja mehrere Pause und nicht nur eine. Das kann doch nicht schon alles gewesen sein, oder? Am Anfang habe ich dann immer so ein paar Leute, die ich begrüße. Ansonsten gehe ich immer hinter die Kulisse raus, um frische Luft zu schnappen. Ich stehe da und trinke mein Wasser, erzählt Herr Yambi weiter. Und nach der Show darf es auch gerne mal ein Bierchen sein, aber wirklich erst danach, denn erstmal muss gearbeitet werden. So Yambi. Let's Dance. Was machen Jorge González und Mozi Mabuse während der Werbepause? Was machen aber dann Jorge González und Mozi Mabuse während der Werbung? Das gleiche? Nein. Die heizen das Publikum an und tanzen kräftig, wie bei Exklusiv Spezial zu sehen ist. Ich liebe es zu tanzen und Spaß zu haben. Ich mache mit dem Publikum. Erzählt Jorge. Und ja, bei den Outfits der Let's Dance Juroren wird der Gang zur Toilette auch nicht immer so einfach sein. Immerhin tragen Jorge und Mozi häufig sehr ausgefallene Stücke. Na gut, nicht alles war so überraschend. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass bei Let's Dance auch fleißig während der Werbung getanzt wird, so sollte das auch sein, oder? Wie und wo Sie Let's Dance sehen können, haben wir für Sie einmal zusammengefasst, genauso wie eine Übersicht, welche Kandidatinnen und Kandidaten noch bei Let's Dance weitertanzen dürfen.